Das Schweizerische Mini-Handball-Festival war für uns eine grosse Herausforderung als Verein, weil wir haben 200 Helfer müssen einsetzen, um das ganze Programm zu stemmen. Wir haben drei verschiedene Varianten vom Kinderhandball. Das ist Mini-Street-Handball, das ist mit einem weichen Ball auf Unihockey-Goal. Dann das traditionelle Mini-Handball auf die verkleinerten Handball-Goal. Und das Mini-Beach-Handball, wo wir als Weltpremiere im Sand auf Unihockey auf einem Original-Volleyball-Spielfeld spielen. Cool, mir gefällt, dass man so viele Matches hat, verschiedene Arten, Beachhandball und alles. Ja. Ja, es gefällt mir gut. Wir haben viele Matches hintereinander und manchmal ist es noch ein bisschen anstrengend, aber sonst ist es gut. Wir haben 130 Anmeldungen für das Turnier. Wir rechnen mit ungefähr 1200 Kindern. Und zusammen mit den Betreuern und Fans, Helfer, Schiedsrichter sind sicher über 2000 Personen hier auf unserer Sportanlage in Obersiegenthal an diesem Wochenende. Also im Moment bin ich hier mal reiner Schiedsrichter und meine Tochter spielt hier. Aber von der Idee her, als ich im Vorstand war, haben wir das natürlich schon lange verfolgt und unterstützt. Was angeht, ist ein regelmäßiger Veranstalter für so Events, wie wir hier haben. Ich glaube, der Verband begrüßt im Moment alles, was hilft, dass Handball am Leben erhalten wird, also bleibt. Genau so eine Verbreiterung, dass mehr Kinder wieder auf den Handball spielen, kann es nur helfen in der Zukunft, dass die Anzahl lizenziert, die im Moment rückläufig sind, dass die auch wieder kommen und dass wir auch wieder einen festen, starken Verband werden und dass wir nicht zu einer Randsportart mutieren, wo wir leider im Moment ein bisschen auf dem Weg dazu sind. There's nothing stopping us, yeah, we're just getting started.